habe ein Paket von AliExpress gekriegt. Nicht wundern, das war alles schon mal offen. Ich habe das Ganze nämlich gestern schon mal gedreht. Das Ding war einfach nur, ich tue mal meine Legende zur Seite. Das Ding war einfach nur, dann kam mein Freund halt ins Wohnzimmer und sagte, wir müssen noch einkaufen und ich soll aber in Ruhe erstmal fertig machen. Nur dann habe ich angefangen zu rennen. Also, dann bin ich nur so durch, 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 durch hier, zack, 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 facken, 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 fertig. Ja, dementsprechend drehe ich das Ganze jetzt einfach nochmal. Ja, ist meine erste Bestellung von AliExpress, die angekommen ist. Hat auch ohne Probleme funktioniert. Hat ungefähr 2 Wochen gedauert. Ja, einmal diesen wunderschönen Stift. Ich finde, der ist ein bisschen weiß geworden, aber hier finde ich den wirklich sehr schön. Die Spitze, die jetzt drauf ist, die hatte ich so hier, weil ich die dünnen mehrfach aufsetze, einfach mehr mag als die breiten. Der war schon drauf. Und dabei hatten wir noch ein paar Aufsätze. Wir hatten hier einmal den, ich glaube, das ist ein Neuner. Wir haben hier einmal einen Dreier. Dies hier müsste ein Fünfer sein. Und wir haben einen Korrekturschieber mit dabei. Leider sind es breite Aufsätze, die mag ich persönlich jetzt nicht so. Deswegen habe ich auch einen schmalen drauf gesetzt. Ja, Stift hat gute Qualität, liegt wirklich gut in der Hand. Ist ein bisschen breiter als die ich bis jetzt hatte. Gefällt mir allerdings sehr gut. Ich habe damit gestern schon mal angefangen zu painten. Gefällt mir wirklich super. Falls ihr ein bisschen Verkehr hört oder mal einen Hund bellen hört oder eine Kreissäge hört, ich habe gerade das Fenster über meinem Painting-Tisch auf. Es ist so schönes Wetter. Das muss man einfach genießen. So, kommen wir nun zum Bild. Ich habe auch ein kleines Snackbild bestellt. Hier haben wir schon mal die Farben. Man sieht, es wird sehr bunt. Und wir haben unsere Leinwand. Tun wir es mal zur Seite. Die Leinwand tun wir auch zur Seite. Wir gucken uns zuerst die Steinchen an. Knistert mal eben ein bisschen. Gucken wir uns das im Einzelnen mal an. Wir haben hier ein wunderschönes Lila. Die Steine, die sehen auch wirklich, wirklich sehr gut aus, muss ich sagen. Gleichmäßig. Ich sehe auf den ersten Blick sehe ich keinen Ausschuss. Es sind auf jeden Fall Acrylsteine, das erkennt man sofort. Ja, wir haben hier die DMC-Nummer auf jeden Fall mit drauf. Und die Nummer, welche Farbe das vom Bild ist. Die hintere Farbe weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Gucken wir hier mal einmal drauf. Das ist die 9. Ah, da steht drauf, wie viele drin sind. Also in dem Päckchen sind 147 Steinchen drin. Brauchen tun wir davon aber nur 134. Das heißt, wir haben wieder mehr Steinchen drin, als wir brauchen. So, wir haben hier ein wunderschönes Orange, ein dunkles Grün, Pink. Pink finde ich ja immer super. Also Bilder, wo Pink drin ist, immer gut. Wir haben ein schönes Rot, so ein Rot-Orange. Ein wunderschönes Grün. So ein Patrolfarben, Dunkeltürkis. Wir haben ein schönes Blau. Wir haben jede Menge Schwarz, 310 natürlich. Auch die sehen auf den ersten Blick wirklich hervorragend aus. Wir haben ein
bisschen weiß. Wir haben ein richtig schönes, kräftiges Giftgrün. Hier haben wir nochmal so ein blasses Pinkrot. Ein schönes Orange. Gefolgt von einem knalligen Orange. Wir haben hier ja so ein lila Pink, ein wenig Braun, noch mehr Pink, gefällt mir natürlich super, ich liebe einfach Pink, noch ein Grünton, ein schönes Gelb. Gefolgt von einem noch knalligeren Gelb. Wir haben hier nochmal einen lila Ton. Wir haben ein hellblau. Nochmal ein grün. Ein grau. Ein bisschen richtiges Weiß, also nicht so ein cremiges, sondern richtig weiß. Müsste auch, ja, ist die 5200. Wir haben noch einen Rotton. Noch ein schönes Türkis. Das ist wirklich ein Türkis, was mir auch gefällt. Wir haben so ein lila Wein, rotbraun. Und noch ein Beige-Ton. So. Steinchen sehen, wie gesagt, super aus. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wir haben ganze 30 Farben bei dem Bild. Hier auf der Verpackung haben wir auch noch mal draufstehen, die Bildbezeichnung TR 892, die Größe 30x20 und dass es 30 Farben sind. Alles natürlich schön in Zipptütchen, in kleine Zipptütchen, da wir von den meisten Farben nicht viel haben, ist so ein kleines Snackbild. Aber von den Steinen hier gefällt es mir schon mal sehr gut. So, dann kommen wir zur Leinwand. Das wird der süße kleine, das süße Snackbild. Und daran erkennt man auch, warum wir so viele bunte Farben haben. Wir haben eine Legende mit dabei. 30 Farben, dem 10 Nummern sind mit drauf und die Stückzahl ist ebenfalls mit drauf. Wir haben Buchstaben und Symbole, keine Zahlen. Und die 12 ist, glaube ich, schwer zu erkennen. Also die 12, das könnte schwierig werden. Ja, kommen wir jetzt zur Leinwand erstmal. Wir haben sogar links und rechts eine Legende mit Vorschaubild. Wir haben doppelseitige Klebefolie zu erkennen an der Abdeckung. Der Shop ist Sagli. Von, habe ich glaube ich schon gesagt, AliExpress, genau. Ja, genau, wir haben 30 Farben, 30x20. Hier steht auch nochmal die Bildnummer drauf. Genau, ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal die Leinwand einmal an.
Ja, da ist das gute Stück. Ich finde ja, blendet zu sehr, nee, scheint zu gehen. Also ich finde ja, dass das in der Größe wirklich sehr gut rauskommt. So, man erkennt, hier sind die Augen, das Näschen, hier sind die Öhrchen. Also ich finde, man erkennt es wirklich sehr gut. Für die Größe finde ich das echt super. Wir gucken noch einmal. Ja, es ist auch pink. Also, nee, von beiden Seiten nicht. Ob wir hier Leinwandgröße oder Bildgröße haben. Das sieht mir stark aber nach Bildgröße aus. Ja, die 20 mal 30 ist das Bild, nicht die Leinwand. Also, das ist Bildgröße. Finde ich auch super. Für die doppelseitige Klebefolie, man sieht wirklich keine Luftbläschen. Nee, das ist einfach nur eine kleine Welle, aber keine Luftblase. Es sieht sehr gut aus. Hier in der Mitte haben wir einen kleinen Streifen, wo die Folien getrennt sind. Ja, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, finde ich die Qualität wirklich gut. Der Druck kann man sehr gut erkennen. Hier bei den grünen Tönen ist schwierig, aber man erkennt es einigermaßen. Also man kann erkennen, was ist der eine, was ist der andere, was ist der B, was ist der Pfeil. Ich erkenne das Zeichen nicht. Nee, aber im Großen und Ganzen ist der Druck wirklich sehr schön. Wir haben halt auch ein Raster, ein rundes. Genau. Aber so im Großen und Ganzen, der Druck ist echt gut. Man braucht nicht zwingend ein Lightpad. Ich werde es natürlich wahrscheinlich mit Lightpad machen. Kommen wir zum Klebetest. Der ist auch mehr als gut. Also der Kleber klebt auch gut. Ja. So viel zu diesem Bild. Ich würde jetzt noch hier in dem Eck eine kleine Paintprobe mit euch machen. Dazu suche ich mir jetzt die Farben einmal raus, fahre euch einmal runter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch wieder. Ich werde hier einmal eine kleine Paintprobe machen. Die Steine dazu habe ich mir bereits rausgesucht, die ich alle brauche. Ich fange hier mit der 310 mal an. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Kommen wir zum Fazit. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Die Symbole sind auf jeden Fall kleiner als die Steine. Das heißt, es schimmert nichts durch, wie ihr sehen könnt. Ja, ich finde, das kommt auch ganz gut raus. Hier fängt, glaube ich, das so langsam das eine Ohr dann an, wenn man das hier so auf dem Vorschaubild vergleicht. Wir hatten in diesem kleinen Abschnitt schon sehr viele Farben. Wir hatten eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 von 30. Also wir hatten in diesem kleinen Abschnitt allein schon unheimlich viele Farben. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, das zu kleben. Die Steine sind sehr gleichmäßig. Ja, das Funkeln ist auch recht gut. Also das gefällt mir ganz gut. Sieht man auch leicht an der Kamera. Die Farben sind wirklich wunderschön. Und ja, es war noch ein einfaches Toolkit bei dem Bild dabei. Das habe ich jetzt allerdings schon beiseite geräumt gehabt gestern, da ich nicht wusste, dass ich dieses Video nochmal aufnehmen werde. Genau, dieses Kit kriegt von mir 8 von 10 Punkte. Warum nur 8? Ganz einfach, ich bin kein Fan von doppelseitiger Klebefolie. Ich bin einfach Fan von Flüssigkleber, komme ich persönlich besser mit klar, auch um Steine nochmal so ein bisschen zu schieben. Und einfach aufgrund von den Acrylsteinchen. Ich meine, die glitzern, die haben eine gute Form, sind jetzt aber nicht von überragender Qualität. Genau, ansonsten stimmt einfach alles. Wir haben die Legende zweimal dabei mit DMC-Nummern. Wir haben die DLC-Nummern mit auf den Tüten drauf. Ja, ansonsten stimmt einfach alles. Und ich freue mich auf jeden Fall, das Bild schon fertig zu machen. Das fertige Produkt werdet ihr dann wahrscheinlich sehr wahrscheinlich auf Facebook sehen. Eventuell auch auf Instagram. Und ja, das war es diesmal wieder von mir. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.